Okay, wir haben es Montag, es ist 14:36 Uhr, das heißt jetzt 6 Minuten nach der US-Eröffnung. Jetzt erstmal eine Sache voraus, warum 14:36 Uhr? Normalerweise macht die ja 15:30 Uhr auf. Ja, macht sie ja auch die US-Börse. Nur halt diese Woche und auch nächste Woche übrigens haben wir jetzt so ein 2 Wochen Zeitfenster, wo wir quasi die Zeitverschiebung ein bisschen zu USA unterschiedlich haben, weil die jetzt schon am Wochenende von der Winter- auf die Sommerzeit gewechselt sind. Und entsprechend ist quasi alles eine Stunde einfach eher. Und deswegen halt schon 14:36 Uhr. Und ich habe jetzt hier quasi schon das erste Tab gefunden, was ich dir gleich noch erklären möchte. Vorher natürlich wie immer. Kurzes Disclaimer für 15 Sekunden: Das Handeln an der Börse ist in Eigenverantwortung. Ich bringe keine Anlageberatung oder ähnliches. Alle Aussagen sind stets meine eigene Meinung. Und das gilt für dich natürlich auch, wenn du aus dem Chart handeln möchtest, so wie ich das hier mache im Video. Guck an der Videobeschreibung nach, melde dich bei XTB auch für ein Demokonto erstmal an und dann kannst du erstmal da schön trainieren mit ein bisschen Spielgeld. Okay, was ist jetzt erstmal die Idee? Wir sehen erstmal ganz kurz links, ich bin erstmal Short drinne. Und gut, das sieht man jetzt nicht wirklich so weit links, aber ich bin auf jeden Fall schon im Markt drin. Und was ist die Idee? Und zwar, wir sind unterhalb gerade eben diese orange Linie gerutscht. Diese orange Linie, das ist das US-Opening-Niveau, sprich da, wo quasi um exakt 14:30 Uhr jetzt so heute, wie gesagt, da quasi die US-Öffnung gewesen ist. Entsprechend, wenn wir jetzt runterrutschen, habe ich schon mal so eine leicht bärische Tendenz, so eine leichte Tendenz, dass wir eher fallen können. Entsprechend bin ich schon mal auf Short-Suche. Jetzt habe ich gesehen, wie die letzten zwei Kerzen relativ starke rote Körperkerzen sind und wir ziemlich stark runtergelaufen sind. Und jetzt in der aktuellen Kerze, die wir gerade eben noch hatten, diese kleine grüne Kerze, sind wir ein bisschen hoch korrigiert. Und du weißt natürlich, okay, ich gucke immer nach solchen kleinen Impulsrücksätzen, Impulsmustern. Und das haben wir quasi jetzt hier in einem ganz, ganz kleinen Format gesehen gehabt. Deswegen ich quasi auf diese Short-Stärke quasi mit aufspringen wollte. Schon bei dem ersten möglichen kleinen Rebound bloß nach oben habe ich sofort quasi zum Shorten genutzt. Eine andere Sache ist übrigens auch, wir sehen, wo ich den Stop-Loss hingesetzt habe. Die Idee ist ja quasi, dass wir jetzt erstmal unterhalb des Opening-Niveaus bleiben. Entsprechend, wo kommt der Stop-Loss hin? Na klar, wenn wir drüber laufen, weil dann ist ja quasi die Idee nicht mehr intakt. Und wenn die Idee nicht mehr intakt ist, dann brauche ich auch diesen Trade gar nicht mehr haben. Entsprechend Stop-Loss hier knapp über das Opening-Niveau gewesen. Jetzt sehen wir aber gerade eben, ich bin jetzt schon zwar knapp 20 Punkte vorne. Das Risiko waren, glaube ich, 23 Punkte. Das heißt, das Risiko ist in dem Moment jetzt hier schon verdient gewesen. Heißt für mich also, okay, wenn das Risiko verdient ist, dann tue ich den Stop-Loss auf Break-Even ziehen. Das habe ich hier gerade eben gemacht. Vor allem auch, hat man auch gerade eben noch ganz kurz gesehen gehabt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist jetzt auch erstmal nicht so schlimm. Habe ich aber auch schon mal eine Teilposition wieder rausgenommen, als ich jetzt so 20 Punkte oder sowas vorne war. Und die andere Teilposition, die lasse ich hier gerade eben noch laufen. Jetzt hier erstmal noch mit Stop-Loss auf Break-Even, wobei jetzt je näher wir dem Take-Profit kommen, umso mehr tue ich jetzt auch quasi den Stop-Loss nachziehen. Liegt einfach bloß daran, dass wenn ich quasi schon nah des Take-Profits bin, habe ich ja in der Echtzeit, sage ich mal, relativ schlechte CRV. Das heißt, vielleicht nach unten kann ich bloß noch 10 Punkte gewinnen, nach oben allerdings wieder zum Beispiel 40 Punkte oder sowas abgeben. Das wäre irgendwie blöd. Entsprechend durch den Stop-Loss nachziehen. In dem Fall jetzt hier gerade eben schon ganz eng nachgezogen, ist ja 48, 49 Punkte oder sowas vorne. Und na gut, dann jetzt knapp vorm Take-Profit ist der Kurs doch noch einen Ticken hoch korrigiert und ich habe die Position, glaube ich, mit 45 Punkten oder sowas oder 40 Punkten, glaube ich, Profit geschlossen. Auf jeden Fall starker erster Trade für die US-Session, damit kann ich ganz gut leben. Jetzt haben wir es 2, 3 Minuten später. Wir sehen, wir sind in den zwei grünen Kerzen jetzt hier nach oben, ordentlich nach gereboundet, sage ich mal. Aber wir sind wieder nahe des US-Opening-Niveaus, der orangen Linie, sind wir wieder quasi nach unten gelaufen. Und jetzt merke ich in der aktuellen roten Kerze, dass hier scheinbar wirklich direkt diese Abweisung nach oben hin zu sehen ist. Entsprechend bin ich schon wieder hier Short drin. Selbe Positionsgröße, die habe ich quasi einfach wieder plus zurückgekauft. Und habe wieder, wie habe ich jetzt einen Stop-Loss gesetzt? Jetzt war es ein bisschen blöder. Ich konnte jetzt nämlich nicht den Stop-Loss quasi übers Opening-Niveau legen. Das wäre einfach viel zu weit weg gewesen. Deswegen habe ich den Stop-Loss aktuell über die aktuelle rote Kerze, über das Hoch davon quasi drüber gelegt. Und habe gesagt, okay, na gut, würde jetzt quasi diese rote Kerze hochgekauft werden und sogar ins Grüne drehen, dann wäre es eine extrem starke bullische Hammerkerze und entsprechend brauche ich dann auch keinen Short-Trade mehr. Deswegen habe ich da quasi den Stop-Loss übers Kerzen hochgesetzt. Ansonsten Take-Profit, na gut, wo liegt der? Ist relativ ähnlich wie auch zum vorigen Trade. Und zwar sehen wir hier links unten diesen einen markanten Hammer, diesen Doji da quasi, wo wir schon mal da extrem viel Kaufkraft scheinbar gesehen haben. Da sehen wir vor allem hier unten an dieser Lunte dran. Entsprechend gehe ich davon aus, dass wenn wir wieder hier in diesen Bereich reinkommen könnten, es hier erneut zur Kaufkraft kommt. Okay, wir sehen jetzt Folgendes. Trade läuft wieder super an. Jetzt tue ich wieder, habe das Risiko verdient, tue wieder den Stop-Loss auf Break-Even nachziehen. Das ist quasi genau dieselben Mechanismen, sage ich mal, die ich die ganze Zeit anwende. Bloß in diesem Fall jetzt hier tue ich mal extra bewusst keinen Gewinn mitnehmen, sondern wir einfach die Position mal mit der vollen Seite quasi laufen lassen, in der Hoffnung einfach hier auch mal einen größeren Gewinner mitzunehmen. In dem Fall allerdings, wir sehen, wie jetzt die aktuelle Kerze schon wieder einen Ticken hochgekauft wird. Wir haben jetzt so einen kleinen Hammer hier unten. Und na gut, wenn die Kaufkraft kommt, wir sind auch nahe sowieso des Take-Profits gewesen, wo sowieso ein bisschen möglicherweise Supportzone ist. Na gut, da werde ich halt wieder hier Break-Even ausgesoppt. Ich glaube, ich habe so irgendwie so 1, 2 Punkte oder sowas Verlust gehabt. Ist auch jetzt total egal erstmal. Ist ja quasi, sage ich mal, Break-Even. Okay, gucken wir uns den nächsten Trade an und wir sehen jetzt quasi von den
Tiefs ausgehen, sind jetzt doch verdammt stark nach oben, jetzt hier knapp 100 Punkte oder sowas. In dem anderen Depot übrigens habe ich die 100 Punkte sogar mitgenommen, jetzt hier in meinem Haupt-XTB-Konto leider nicht, deswegen kann ich dir das leider nicht zeigen, aber wir sehen, wie wir quasi hochgelaufen sind. Jetzt haben wir so einen ersten minimalen kleinen Rücksetzer. Natürlich hier oben so eine Art Shooting-Star-Formation, der rote Hammer, ist mir auch bewusst, aber für mich war es jetzt so ein kleiner Mini-Rücksetzer zumindest schon mal, dass ich auf diese extreme Stärke aufspringen kann. Aber gut, das war irgendwie eine Schnapsidee. Bin da relativ schnell ausgestoppt worden. Habe gesagt, na gut, okay, wie wäre es, wenn ich quasi nicht mit voller Size irgendwas handle, sondern wenn ich mich ein bisschen in kleineren Positionsgrößen wie 1 scale. Habe deswegen meine Position, die gerade ausgestoppt wurde, so blöd es klingt, auch relativ zeitnah eigentlich zurückgekauft. Und habe jetzt hier nahe des 38% Retracement Level da quasi noch eine zweite Position nachgelegt, sprich da die Position ausgebaut, weil quasi die Idee ist immer wieder dasselbe. Ich habe so einen starken Impuls, einen kleinen Rücksatz und einen nächsten Impuls. Und entsprechend bin ich quasi weiter auf Long Suche, weil wir haben quasi einen schönen Aufwärtsimpuls ja gehabt. Und das alles für mich ist bloß eine kleine Korrekturphase, bevor die nächste Aufwärtsbewegung starten kann. Entsprechend tue ich bloß Long Suchen. Dass ich zwischendurch einmal ausgestoppt wurde, na gut, passiert halt. Ne? Wir sehen allerdings auch gerade eben schon, ich hoffe, das hast du ein bisschen im Hintergrund gesehen, diese zweite Position, die ich nachgelegt habe, die war relativ schnell sofort 30 Punkte im Plus, habe ich sie wieder rausgenommen. Die andere Position gerade eben Break-Even rausgeflogen. Na gut, was soll's. Gucken wir uns über den nächsten Trade an. Der ist nämlich vom Setup relativ simpel auch wieder. Und zwar, wir sehen jetzt quasi, wie wir eine Zeit lang erstmal konsolidiert sind. Das ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde später. Und wir sehen erstmal, okay, ja, von dem Punkt vorne aus sind wir weiter nach oben geschossen. Das heißt, diese Impulsrücksetzer-Impulsidee ist intakt gewesen, die war richtig. Und jetzt sollen wir erstmal eine Zeit lang konsolidieren. Wobei wir jetzt gerade eben an dieser kleinen blau markierten Supportzone sind, als auch an dem EMA 50, da ja als Long-Trend-Folger hier gerade eben agieren könne. Da sage ich, okay, gut, zwei Sachen, die hier schon mal mindestens auf Long hindeuten, auch so Gesamtmarktstärke spielt ja auch zum Beispiel noch eine Rolle als dritte Sache. Da sage ich, okay, ja, ich gehe auf jeden Fall nochmal Long rein. Wo kommt da wieder das Stop-Loss hin? Haben wir gerade am Anfang gesehen, natürlich unterhalb von der Supportzone, weil da die Idee nicht mehr wieder intakt gewesen wäre. Entsprechend, das ist ja alles relativ simpel, haben wir schon jetzt bei einigen Trades gesehen, dass der Stop-Loss immer dorthin kommt, wo eine Idee nicht mehr intakt ist. Jetzt haben wir wieder gesehen, ich bin relativ zeitnah wieder so 25, 30 Punkte vorne gewesen. Das heißt, Risiko mindestens schon mal verdient gewesen, Stop-Loss auf Break-Even gezogen, Hälfte Position rausnehmen. Das sind immer dieselben Mechanismen letztendlich, die ich meistens verwende. Und entsprechend habe ich eine Hälfte rausgenommen, die andere Hälfte hat den Stop-Loss erstmal noch auf Break-Even, mit der Idee immer, okay, so ein bisschen tue ich mir Gewinne abhamstern und mit der anderen Hälfte vielleicht kann man dann einen größeren Gewinner noch draus machen oder halt da ist quasi vor allem die Devise, die Gewinne laufen zu lassen insgesamt. In dem Fall sehen wir, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Der Kurs springt wieder richtig an, jetzt 40, 45 Punkte im Plus. Ich habe die nächste Teilposition rausgenommen und jetzt quasi immer bloß noch Stück für Stück die Position, also den Stop-Loss Stück für Stück nachtrailen, bis vielleicht irgendwann ich da wirklich mal ausgestoppt werde, was quasi jetzt der Fall gewesen ist. Und ich glaube, man trotzdem nochmal 30 Punkte mit einem letzten Mini-Size. Ansonsten, ja, insgesamt, ich kann mich richtig freuen. Ich glaube, 5 Trades waren es, wenn ich richtig im Kopf habe. Jetzt hier in der Übersicht sehen es gerade nach viel mehr Trades aus. Ich kann einfach nur sagen, dass ich, wie gesagt, immer die Teilposition mal rausgenommen habe. Davon 3 Gewinner, 3 größere Gewinner, vor allem, was das Wichtige, einen normal großen Verlierer, ein Break-Even-Trade. Ja, passt, 772 Euro brutto, darüber kann ich mich freuen. Das ist eine Top-Handelssession gewesen, in der einen Stunde vor allem. Damit kann ich zufrieden sein. Ich hoffe, du kannst auch ein bisschen was lernen bezüglich vielleicht den Impulsrücksetzer, Impulsmuster, vielleicht auch einfach bloß, wo man den Stop-Loss hinsetzen kann, dass man vielleicht mal Teilpositionen rausnehmen sollte, Gewinne laufen lassen will, vielleicht mit der anderen Hälfte und so weiter und so fort. Ich denke, da sind einige markante Sachen dabei und dann freue ich mich doch schon, wenn ich dich beim nächsten Video begrüßen darf und check vor allem auch meine Webseite ab. All right.